Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen, liebe Gäste. Es ist ja jetzt doch relativ voll geworden, darüber freue ich mich sehr. Das sah vor 14 Tagen ein bisschen anders aus, da hatte ich leichte Sorge. Aber dass jetzt doch so viele gekommen sind, zeigt ja, dass das Thema einigen am Herzen liegt und sicherlich nicht ganz unwichtig bin. Ganz kurz zu meiner Person, ich bin Monika Pieper, ich bin die bildungspolitische Sprecherin der Piratenfraktion im Landtag. Mache das jetzt seit 3 Jahren und es hat ein bisschen gedauert, bis man sich da so reingefuchst hat in die ganzen Themen und sich halt daran gepirscht hat. Und im letzten Herbst sind von mehreren OGS Leute bei uns gewesen, die mit uns sprechen wollten und die uns von den Problemen im offenen Ganztag erzählt haben. Und das haben wir zum Anlass genommen, im Dezember einen Antrag zu stellen und die Probleme einmal aufzuzeigen. Und dieser Antrag wird jetzt nächste Woche im Landtag in einer Anhörung wird er verhandelt. Das heißt, es werden Sachverständige eingeladen und man schaut, was unsere Forderungen in dem Antrag sind und ob die vielleicht berechtigt sind. Das sieht im Moment ganz gut aus. Wir haben noch keine einzige Stellungnahme, die der Meinung sind, wir hätten da irgendwie dummes Zeug geschrieben. Also ne, es scheint doch so zu sein, dass das eine oder andere ganz richtig ist, was wir da reingeschrieben haben. Wir setzen uns prinzipiell für mehr Ganztagsangebote an den Schulen ein und in unserem Wahlprogramm steht drin, dass eigentlich jeder Schüler, Schülerin einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben sollte. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, ich habe 20 Jahre an einer Förderschule Lernen gearbeitet mit einer angeschlossenen OGS und habe den offenen Ganztag immer als Bereicherung erlebt. Gerade für die Kinder, die halt besonderen Förderbedarf haben, ist die OGS eine tolle Möglichkeit, halt noch gefördert zu werden, Angebote zu bekommen. Und es ist halt so, dass sich dadurch Probleme ergeben, einmal in der Inklusion. Wir wissen, dass es nicht ganz einfach ist mit diesen Kindern in OGS. Ich habe gerade noch mal mit jemandem gesprochen, das wird in den Kommunen offensichtlich sehr unterschiedlich gehandhabt, was Inklusionsassistenten betrifft. In einigen Kommunen ist es möglich, dass diese Inklusionsassistenten mit in den offenen Ganztag gehen, in anderen Kommunen ist das nicht möglich. Und das ist so ein Thema halt, das wird Sie nicht wundern, was mir sehr am Herzen liegt. Die anderen Probleme, glaube ich, wird Frau Dammüller gleich auch noch mal hier herausarbeiten und ich will auch nicht viel länger reden als unbedingt notwendig. Ich möchte an dieser Stelle zum einen die Frau Dammüller ganz herzlich begrüßen. Die meisten werden sie kennen vom WDR. Sie hat sich bereit erklärt, heute Abend hier die Diskussion zu moderieren. Dafür herzlichen Dank. Und ich möchte ganz besonders auch die Gäste hier auf dem Podium begrüßen. Die Frau Dammüller wird die gleich auch sicher persönlich vorstellen, aber auch an die Podiumsgäste hier schon mal einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich hier heute auf den Weg gemacht haben und hier mit Ihren Stellungnahmen und Ihren Ansichten uns zur Verfügung stehen. Dann übergebe ich jetzt an Frau Dammüller. Ich wünsche uns eine konstruktive Diskussion und einfach einen schönen Abend. Und vielleicht schaffen wir es ja auch nachher noch mal so ein bisschen ne, bei einem Glas Saft in Austausch zu kommen, weil so ein bisschen soll das ja auch hier dieser der Vernetzung dienen, dass man sich vielleicht ein bisschen kennenlernt und mal Kontakte hält, wo man dann auch gucken kann, wie gehen wir weiter mit dem Thema um. Vielen Dank. Ja, danke, Frau Pieper. Ich habe schon gehört, also in meinen Vorgesprächen, dass an der Vernetzung durchaus noch gearbeitet werden kann. Sind hier noch kleine Umbauarbeiten im Gang? So. Ja, die Baustelle OGS. Ich habe festgestellt, also bei allen Telefonaten, die ich vorab geführt habe mit den Podiumsteilnehmern, in der Tat noch eine Baustelle mit vielen Gewerken, die schon mehr oder auch weniger gut funktionieren. Manche sind über den Rohbau hinaus, andere haben gerade erst den Grundstein gelegt und sind ja, schon jetzt mit vielen Problemen konfrontiert und über vielem schwebt natürlich die Frage, wie das alles finanziert werden soll. Wir wollen aber heute nicht nur über Geld reden, also ich denke mal auch Vernetzung, ein stärkeres Zugehen aufeinander der Gruppen, die vormittags die Kinder betreuen oder bilden und nachmittags die Kinder betreuen und bilden, kann nicht schaden und das muss ja nicht unbedingt Geld kosten. Ich hoffe und ich glaube, dass ziemlich viele Praktiker im Publikum sind, deswegen haben wir uns ja auch entschlossen, die Diskussion zunächst mal hier oben zu beginnen sozusagen und dann auch zu öffnen.
hin zu Ihnen, damit wir auch auf die Fragen eingehen können mit den Experten, die wir hier vorne haben, die Ihnen auf den Nägeln brennen. Sie haben hier auch schon Zettel ausfüllen können. Vielleicht hat das der ein oder andere schon gemacht. Eine Frage ist schon bei mir angekommen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt müssen Sie sich da so direkt melden, wenn Sie sich einmischen wollen. Aber ich darf Sie nur ermuntern, da kommt noch was. Nehme ich gleich auf, können wir vielleicht auch einbauen. Dankeschön. So, dann will ich Ihnen mal das Publikum vorstellen und Sie auch nochmal herzlich begrüßen. Als erstes Igor-Peter Thom, Sprecher der Elternräte der OGS. Wo ist er denn hin? Hier vorne? Der Herr Minor war irgendwie weg, da ist er. Okay, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie ruhig zu mir. Mach ich. Er sagt, Eltern und Schulkinder haben keine Lobby, eigentlich nur eine in ihren eigenen Kreisen und es lohnt sich, wenn die Eltern zusammenstehen und gemeinsam für ihre Ziele kämpfen. Das wird er uns gleich erzählen. Dann ist Beate Schweizer hier vom Vorstand des Grundschulverbands NRW. Frau Schweizer, bitte. Sie sagt, wir müssen in der Nachmittagsbetreuung in der OGS endlich verbindliche Mindeststandards festlegen, damit das Niveau insgesamt auch steigt. Dann begrüße ich Maike Finnern, stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW NRW. Und sie sagt, wir wollen Jobs, von denen man als Betreuer leben kann und auch eine Anerkennung, dass dies eine pädagogische Arbeit ist und nicht nur eine Betreuung. Dann ist Thomas Minor hier, begrüße Sie auch, von der Landeselternschaft Grundschulen in Nordrhein-Westfalen. Er hat gesagt vorab, wir wollen mehr OGS-Plätze und wir wollen landeseinheitliche Qualitätsstandards, das haben wir auch schon mal gehört, die sich ausschließlich am Wohl der Kinder orientieren. Und wir wollen, dass der inklusive Gedanke beachtet wird und Flexibilität mit Augenmaß möglich ist. Dann hätte ich jetzt sehr gerne den Michael Townsend begrüßt, den Stadtdirektor von Bochum, der auch lange Jahre Schuldezernent war, der wegen Krankheit absagen musste, aber seine Botschaft bringe ich Ihnen trotzdem mit. Er sagt, er gesteht es ein, aus finanziellen Gründen hangeln wir uns nur an der Untergrenze dessen entlang, was möglich wäre in der OGS. Dann ist Dr. Norbert Reichel hier vom Schulministerium, dort zuständig für den Ganztag in der Schule. Herzlich willkommen. Und er sagt, die OGS entwickelt sich natürlich noch, ist ein Projekt in der Entwicklung, aber ich sage eins voraus, sie wird nicht enden in der gebundenen Ganztagsschule, auch wenn das manche fordern. Wir müssen eine Balance finden zwischen verpflichtenden und freiwilligen Anteilen an der OGS. Und schließlich ist Christian Sandrock hier, herzlich willkommen. Er leitet eine OGS an einem Doppelstandort in Düsseldorf-Benrath mit sage und schreibe 8 Gruppen. Was ich erstaunlich viel finde, Sie können das vielleicht relativieren und sagen, habe ich auch, aber mir erschien eine OGS mit 8 Gruppen doch recht groß. Und er sagt, die Zusammenarbeit zwischen Schulbeschäftigten und Mitarbeitenden der Jugendhilfe muss gleichberechtigt werden. So, wir beginnen mit dem, was Igor-Peter Thom zu erzählen hat. Vater einer Erstklässlerin in Bonn, Oberkassel, hat letztes Jahr im Herbst gesagt, na gut, Schulpflegschaft mache ich mit. Und dann ging es auch schon los. Dann wurden Sie darüber informiert, dass die Stadt nicht nur seit 10 Jahren die Mittel für die OGS nicht angepasst hat, trotz steigender Kosten, sondern eben auch mit dem Gedanken spielte, zu kürzen. Das machte für Sie unterm Strich irgendwie klar. Also die Träger sagen, wir brauchen eigentlich 300 Euro mehr pro Kind im Jahr, ne? Macht klar, also dann wird es wahrscheinlich pro Tag kürzer werden und in den Ferien ganz schlecht aussehen. Erzählen Sie mal, was dann passierte. Ja, also vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir sind tatsächlich ins kalte Wasser gesprungen worden, muss man so sagen. Also es waren die ganz normalen Elternratssitzungen für die oder Wahlen für die OGS. Ja, schnell die Hand gehoben, gedacht, irgendwo musst du ja auch mal was tun. Erste Klasse geht los, also ran. Die Sitzung war noch nicht wirklich um, als uns der Direktor schon sagte, naja, wir haben da auch schon ein Problem. Und die Frau Baronski als die Leiterin unseres Kinderhilfswerkes kam auf mich zu und sagte, na, wir wird jetzt knapp, wir müssen erheblich was tun. Wir haben seit mehreren Jahren finanziell erhebliche Schwächen, das Geld reicht nicht aus, also da muss was getan werden. Na gut, haben wir gesagt, dann nehmen wir die Sache in die Hand. Als erstes haben wir dann wirklich relativ zügig eine Online-Petition ins Leben gerufen. Zu Online-Petitionen kann man unterschiedlicher Meinung sein. Wir wollten schnell was in der Hand haben und hatten schon den Hintergedanken auch, dass wir das nicht quasi als schnell
ja, ich klick dich mal an und alles wird gut, sondern dass wir versuchen, darüber zum einen natürlich nicht nur die Eltern, sondern auch großflächig Personen mit zu integrieren und mit einzubeziehen und dort zu diesem Thema abzuholen. Zum anderen wollten wir dann auch mit dem hoffentlich guten Ergebnis tatsächlich auch vor die Stadt ziehen und sagen, hier, guckt euch an, so viele Unterschriften haben wir, da ist ein Interesse da, da muss was gemacht werden. Und Sie sagten schon, die Stadt hat uns da ein bisschen in die Karten gespielt, als der Haushaltsentwurf fürs Doppelhaushaltsjahr 2015, 2016 auf den Tisch kam, im November meine ich war es, und Kürzungen im Bereich OGS mit auf den Plan standen, wo wir gesagt haben, nee, das passt jetzt wirklich nicht zusammen. Was Sie sagten, stimmt. Die Lobby für Kinder und auch Schulkinder ist relativ gering. Das ist nicht wie beim Fußballverein. Sie treffen sich Samstag oder Sonntag zum Bundesligaspiel, trinken Bierchen zusammen und diskutieren da am Stammtisch alle Probleme durch. Das ist vielschichtiger. Die Eltern heutzutage in aller Regel sind beide Elternteile beschäftigt, beide voll beschäftigt oder nahezu voll beschäftigt. Das heißt, die Zeiträume, wo Kinder betreut werden müssen, werden länger. Und es wird auch schwieriger aufgrund des, naja, sag ich mal, Zeitmanagements, die Eltern auch wirklich hinterm Ofen hervorzulocken und für so eine Aktion auch zu begeistern. Das sind aber ganz praktische Hürden, die sie da nehmen müssen. Das ist angefangen, wenn sie sich treffen wollen, 20 Uhr, sagt die eine Mutter, ja, 20 Uhr, ich weiß aber nicht, wie soll ich meine Kinder da noch unterbringen? Kann ich nicht, der Vater ist in Bonn, wir haben ja noch den, aus finanzieller Sicht den Vorteil, wir haben viele Großunternehmen, das heißt, ein Elternteil ist irgendwo bei Telekom, Postbank, Post, der in Europa oder in der Welt umherschwirrt, tatsächlich. Also das ist schon mal die Problematik. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir mussten uns, oder haben versucht, ein Lobby aufzubauen. Es ist uns in weiten Bereichen gelungen. Es ist uns gelungen, da sage ich mal, eine Aufmerksamkeit zu erringen, nicht nur unter den Eltern, sondern wirklich auch unter, ich sag mal, allen Bewohnern von Bonn, auch die, die keine Kinder haben, durch vielfältige Aktionen über die Online-Petition hinaus, die im Übrigen, sag ich mal, zahlenmäßig recht ansehnlich war. Wir haben dort aufgrund der relativ kleinen Lobby knapp 8000 Unterschriften, ist dann doch nicht so wenig. Wir haben sie erfolgreich beim Oberbürgermeister persönlich abgeben können. Wir haben eine Demo organisiert. Wir hatten gehofft und gedacht, Mensch, wenn 500 Leute zusammenkommen, sind wir zufrieden. Es waren also 2500 waren es wenigstens. Also war überragend, was da in Bonn durch die Innenstadt gezogen ist, muss man tatsächlich so sagen. Und wir hoffen, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Lobby zurück, dass das noch ein bisschen anhält, weil wir haben jetzt die Ergebnisse für Übergangsjahr. Das wird also bis, die Verträge sind, glaube ich, Ende Februar nächsten Jahres, müssen die wieder neu unterschrieben werden, die Verträge zwischen der Stadt und den OGS-Trägern. Und dann geht es für uns wieder darum, dann geht der ganze Zirkus von vorne los, sage ich mal. Wir müssen wieder vor die Stadt, vor die Verwaltung ziehen und quasi wieder darum betteln, dass die Lösung, die jetzt für das Übergangsjahr getroffen wurde, die nicht unbedingt schlechtes, aber auch nicht optimales, dann neu zu erkämpfen und dann hoffentlich eine Entscheidung zu bekommen von der Verwaltung für die nächsten 10 Jahre. Die Elternbeiträge sind erhöht worden unter Ihrer Zustimmung und es gibt mehr Geld von der Stadt. Was haben Sie erreicht? Es gibt rundherum von allen Seiten im Grunde genommen mehr Geld. Die Landesförderung wurde ja erhöht für den OGS-Bereich. Es wurde damit zähneknirschend auch für die Gemeinden die Empfehlung abgegeben, dass auch die Kommunen bitteschön ihren Anteil erhöhen sollen. Da gibt es dann also auch noch ein paar Pfennige mehr, das sind wirklich kleine Beträge. Also die Stadt hat nicht wirklich gesagt, wir erhöhen jetzt mal richtig ordentlich, sondern gezwungenermaßen die 1,5% gehen sie mit. Das sind, ich weiß nicht, 15 Euro im Jahr oder so, die da zusammenkommen. Und wo wir uns auch nicht verwehren, die Elternbeiträge wurden auch in gewissem Maße angehoben, von diesen 150 Euro, die bis dato ja gesetzlich festgelegt, die Obergrenze waren auf 180 Euro, allerdings nicht in allen Verdienststufen, was ich persönlich sehr gut finde. Die 150 Euro werden in Bonn schon ab einem Familienbruttoeinkommen von knapp 60.000 Euro erhoben, also mit einem Familienbrutto von 60.000 zählt man schon zum Großverdiener in Bonn. Sondern nur für die beiden obersten Verdienststufen, ich glaube 78.000 und 85.000 plus aufwärts werden von 150 auf 180 Euro angehoben. Es kommt also mehr Geld rein, ist noch lange nicht genug, aber ist zumindest nicht hoffnungslos. Und das heißt, was heißt das für die Öffnungszeiten am Nachmittag und in den Ferien?
die Öffnungszeiten bleiben erstmal, oder sagen wir, könnten so bleiben, wie sie sind. Das ist auch wieder mit einem Wermutstropfen versehen. Die Betreuungszeiten für die OGS werden um eine halbe Stunde pro Tag gekürzt. Und jetzt ist es im Ermessen der OGS und in Zusammenarbeit mit der Schule, wo und wie diese Gestaltung jetzt erfolgt. Bei uns in Oberkassel ist es so, dass die Zeit zum Beginn, also zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr, wird diese halbe Stunde gekürzt. Und dann muss die Schule zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr für die Betreuung sorgen. Und dafür bleiben aber für uns ganz wesentlich und positiv die Betreuungszeiten nach hinten heraus bleiben erhalten. Also es wird unter der Woche Montag bis Donnerstag bis 16.30 Uhr betreut und Freitag bis 16 Uhr. Mhm. Was für jemanden, der voll arbeitet, schon eine Herausforderung ist. Aber dass die Elternbeiträge jetzt gestiegen sind, ist auf welches Echo gestoßen? Waren die Eltern damit einverstanden? Prinzipiell ja, weil wir aus unserer Initiative heraus immer gesagt haben, das ist eine solidarische Lösung. Das gibt die drei Säulen, Kommune, Land und Eltern. Und wenn sich alle gleichmäßig irgendwo beteiligen, dann ist das eine vernünftige Lösung auch. Also zumindest die Eltern, die ich gesprochen habe, die haben gesagt, wir können damit leben, definitiv. Und ja, ich weiß von Herrn Reichel, der auch aus Bonn kommt, der sagt, also euch geht es ja noch richtig gut. Das sind, glaube ich, 720 Euro, die in Bonn pro Jahr pro Kind zusammenkommen. Da gibt es andere Kommunen, da sieht es deutlich schlechter aus. Ne? Über die Elternbeiträge im Mittel und wir haben jetzt ja festgestellt, sogar mehr. 720 war immer die Aussage der Stadt und jetzt haben sie irgendwo noch Geld gefunden und festgestellt, ach, sind gar nicht 720, sind ja eigentlich 780 Euro. Das ist eine Menge. Ne? Ist das weit über Durchschnitt? Das ist immer Durchschnitt. Mhm. Wir haben keinen Überblick darüber, in welcher Kommune was gegeben wird. Das dürfen wir auch gar nicht erheben. Mhm. Aber wir wissen schon, dass es einige Kommunen gibt, die mehr tun, Klammer auf, können, Klammer zu. Es hängt nicht immer mit dem Können zusammen. Mhm. Manchmal geht es auch in schwierigen Situationen, dass da man sehr gut... Ach, ich sollte das Mikro nehmen. Danke, sehr aufmerksam. Ja, okay, danke. Manchmal gibt es auch Kommunen, die finanziell relativ klamm sind, aber eine so hohe Priorität auf die OGS legen, dass sie dann schon etwas drauflegen. Also das ist nicht immer so, dass das immer nur da an der Wirtschaftskraft der einzelnen Kommune läge. Aber es ist schon so, dass die Städte Bonn und Düsseldorf beispielsweise da immer schon sehr investiert haben. In Bonn haben sie ja auch noch das Modell OGS Plus. Da in mehreren OGS Plus, das bedeutet Folgendes, dass man dort mehrere Schulen noch besonders mit einem zusätzlichen Zuschuss versieht, weil die besondere schwierige Lagen haben. Bonn-Dransdorf und Bonn-Tannenbusch beispielsweise, das sind Stadtteile, in denen es eben etwas schwieriger zu leben ist als in anderen Stadtteilen. Ich nenne jetzt mal Bonn-Venusberg oder Bonn-Ippendorf. Das entspräche ungefähr dem, was in Düsseldorf-Oberkassel ist. Das Bonner Oberkassel ist wiederum ein bisschen anders, hat nichts miteinander zu tun und liegt auch noch auf der anderen Rheinseite. Also das ist aber auch eine schöne Ecke da. Ja, Sie haben mir, Herr Reichel, eine Prognosstudie mitgegeben, als ich bei Ihnen war. Das sind Zahlen von 2012, das kann man mal eben nennen. Also Bonn 720, Bergkamen verfügt über 360 Euro im Jahr pro Kind, Kevela über 364 und Essen über 410. Das sind natürlich irgendwie ganz andere Größenordnungen. Ne? Jetzt ist Herr Townsend nicht hier, der mir am Telefon gesagt hat, wissen Sie, das ist doch... Eigentlich müssten die Elternbeiträge abgeschafft werden. Das spielt den Piraten in die Hände. Das fordern die ja auch in ihrem Antrag. Denn das macht es alles so kompliziert. Ja, er sagt, wir haben auf Beitragsstaffelung umgestellt in Bochum. Jetzt sind vier Leute pausenlos damit beschäftigt, Einkommensbescheide der Eltern einzuholen. Und das bindet natürlich dann auch wieder personelle Kraft, die anderweitig viel besser eingesetzt werden könnte. Beate Schweizer hat mir zum Beispiel auch erzählt, also bei Ihnen sind die wenigsten in der Lage, das Maximum zu zahlen. Sie müssen auch mit weniger zurechtkommen. Fänden Sie es auch vernünftiger, auf Elternbeiträge zu verzichten und ein ganz anderes Finanzierungsmodell anzustreben? Ganz sicher nicht. Nehmen Sie ruhig auch das Mikrofon. Ja, ganz sicherlich. Und zwar deshalb, weil unser Augenmerk und der Verband, für den ich spreche, der Grundschulverband ist, der sich verpflichtet fühlt, bildungspolitische Prozesse aus der Perspektive der Kinder zu denken. Und unser Anliegen ist, jedem Kind gerecht zu werden und allen Kindern möglichst umfassende Bildungsprozesse zu ermöglichen. Und die Grundschule als erste gemeinsame eigenständige Schulform legt hier wirklich den Grund. Und wir wissen seit langem, dass das, was
hier in Schule passiert, prägend ist für die weitere Schullaufbahn. Wir wissen auch, dass das System eigentlich vom Kopf auf die Füße gestellt gehört, dass die Ressourcen in die Grundschule reingehören, aber das ist eine etwas andere Debatte. Unser Hauptanliegen also, allen Kindern gerecht zu werden und Bildungsgerechtigkeit damit zu fördern. Und dazu gehört die ganztägige Erziehung. Und seit langem vertreten wir den Standpunkt, dass es für die Grundschulen nicht ausreicht, additive Modelle zu fahren, so wie wir sie im Moment mit der Ganztagsschule eben haben, mit der offenen Ganztagsschule, sondern dass wir einen gebundenen Ganztag brauchen, dass wir mehr Bildungszeit für alle Kinder brauchen. Und wir brauchen eine gute Rhythmisierung, die wir nur mit solchen Modellen leisten können. Wir brauchen eine Rhythmisierung, wo Kinder einen Wechsel erleben können zwischen Anspannung und Entspannung, wo Bildungsprozesse umfassend gestellt werden können und gestaltet werden Kindern und wo Schule sich als Gesamtheit den umfassenden Aufgaben, die wir haben, stellen kann. Denn das ist eine ganze Menge geworden. Das ist die Inklusion geworden, die uns alle sehr beschäftigt, im Vormittag, im Ganztag. Ich wollte auf diese einzelnen Bereiche noch zu sprechen kommen, ausführlich, weil das ja alles auch seinen Stellenwert hat. Also da geht es um die Inklusion natürlich, da geht es auch um Flüchtlinge, da geht es um Teamarbeit und die Zeit, die man sich dafür nehmen will. Ich würde jetzt ganz gerne noch bei der Finanzierung bleiben und auch eben Möglichkeiten, die vielleicht zu reformieren. Ich habe gerade das Stichwort bekommen, wie wäre es mit einem Sozialindex, dass bedürftige Kommunen eben mehr bekommen, dass sie nachweisen, eben wir wollen mehr leisten, wir können aber nicht mehr. Ist das eine Überlegung, die im Ministerium auch eine Rolle spielt, Herr Dr. Reichel? Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Also im Koalitionsvertrag steht drin, dass man sich ja mit dem Thema Sozialindizierung befassen will, aber das macht man nicht einfach so, sondern ein Sozialindex, oder ich sag's mal so, es gibt nicht einen Sozialindex, sondern es gibt ganz verschiedene Formen von Sozialindizierung, die man auch übereinander kriegen muss. Beispielsweise gibt es so etwas in der Jugendhilfe. Wir haben ein Modell für die Grundschulen schon seit längerer Zeit. Das sind insgesamt 1000 Stellen, die bei uns im Haushalt sind, die es eben dafür gibt, dass Schulen in besonders schwierigen Gebieten eben eine zusätzliche Lehrerversorgung haben. Da gibt es einfach nur eine pauschale Verteilung nach 4 Kriterien und diese Kriterien sind natürlich auch eine Grundlage. Aber so ganz einfach stellt sich das nicht her und man muss natürlich auch immer wieder wissen, wie weit wollen Sie da in die Tiefe gehen? Sie können dann sehr weit in die Tiefe gehen, bis auf die einzelne Schule. Das kann sich aber auch wiederum ändern. Also da müssen Sie wieder mit Pauschalsummen, also das, wie gesagt, es macht sich nicht von selbst, sondern ist eher ein Prozess, der auch über mehrere Jahre, sehr lange Jahre gestaltet werden muss. Und last not least, es hat natürlich auch was mit den Finanzen zu tun. Sie haben eben die Prognosstudie erwähnt, wo ja auch einige Gedanken, können wir vielleicht gleich noch mal was zu sagen, drinstehen. Die Finanzierung einfach bei bestimmten etwas drauflegen, das wäre ja dann die Lösung. Das lässt sich ja auch nicht so einfach machen. Wir haben es ja schon, indem wir für bestimmte Gruppen den doppelten Fördersatz geben in der UGS. Das ist ein ganz kleiner Ansatz, der ist aber personenbezogen, nicht einrichtungsbezogen, obwohl es sich natürlich in bestimmten Einrichtungen, die wiederum in entsprechender Situation sind, dann bündelt. Das ist jetzt nicht so, dass da mal in der einen Schule dann ein Kind den doppelten Satz kriegt, in der anderen mal 2, sondern das ist dann schon in der Regel so, dass das dann mehrere sind. Ich nenne mal ein Beispiel, die Gemeinde Wassenberg, Kreis Heinsberg, an der Grenze nach Holland, die hat das so gemacht, dass die von 4 Schulen dann in einer Schule das konzentriert haben. Mhm. Und diese Schule hat dann auch einen Zulauf bekommen aus dem ganzen Kreis. Und da können eine ganze Menge Sachen dann gemacht werden, die man den anderen 3 Schulen dann so nicht machen kann, aber die man in allen 4 nicht machen könnte, wenn man es nur einfach dann quer verteilen würde. Ist sowas denn bekannt? Ist diese Möglichkeit denn bekannt oder ist sie jetzt vielleicht auch Teil des Publikums? Nö, die steht im Erlass drin. Also im Erlass steht ja drin, dass die Kommune darüber entscheiden kann, wie sie die Mittel verteilt. Und man muss natürlich wissen, das ist beim Kiebitz ja nicht anders. Wenn ich eine Pro-Kopf-Finanzierung habe,
habe ich immer eine andere Situation, als wenn ich Gruppenfinanzierungen habe. Bei Pro-Kopf-Finanzierungen ist das durchaus so, dass dann natürlich in kleinen Einrichtungen und kleinen Gemeinden das schwieriger ist, dann umzusetzen, als wenn ich jetzt eine große habe, wo ich dann Zahlen habe, die in einigen Städten in Nordrhein-Westfalen schon in den fünfstelligen Bereich gehen. Es ist eine Publikumsfrage hier angekommen. Wenn Sie möchten, können Sie auch aufzeigen und sagen, dass Sie das waren. Die geht hier an alle Experten, die sich mit Finanzierungsfragen auskennen. Welche Erfahrungen haben die Experten mit anderen Finanzierungsquellen für die OGS, zum Beispiel Stiftungen oder Ähnliches? Haben Sie Erfahrungen weiterzugeben? Ja, ich dann kann sind was Sie Allgemeines wieder dran. Sagen. Also es ist so, dass Stiftungen natürlich immer nur auf Zeit Geld investieren in die Qualitätsentwicklung. Also wir arbeiten ja sehr eng zusammen mit mehreren Stiftungen, die über die Serviceagentur ganztägig lernen in Münster beispielsweise dafür sorgen, dass wir in der Qualitätsentwicklung, im Austausch, in der Fortbildung etc. Für die offenen Ganztagsgrundschulen dann mehr tun können. Das ist eine wichtige Kooperation. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, Stiftungen wären dazu, dass sie jetzt sozusagen die Grundfinanzierung dann in einer OGS regeln könnten. Sondern das ist eindeutig eine Aufgabe, Land, Kommune, Träger. Haben wir ja auch beim Kiebitz, es ist anders aufgeteilt. Bei der OGS ein anderes Prinzip und dann eben die Frage Elternbeiträge, die da eben auch mehrfach angesprochen worden ist, wobei man bei den Elternbeiträgen natürlich immer sagen muss, man hat ja dann eine Entscheidung zu treffen. Die eine Entscheidung ist, die ziehe ich das heran, um die gute Dinge finanzierbar zu machen oder verzichte ich drauf und kann bestimmte Dinge nicht tun. Ich zitiere dann immer den 11. Jugendbericht auf Bundesebene, ist schon ein bisschen her. Ich glaube, wir schreiben jetzt den 15. nächstens, aber da war noch gar nicht so viel mit Ganztag. Da stand dann immer, dass Beitragsfreiheit eben ein nachrangiges Gut sei gegenüber Bedarfsdeckung. Wurde dort von den Leuten dann aufgeschrieben. Und das ist so eigentlich die Position, die sich dann im Moment durchzieht. Man sieht es auch in den Gutachten, die jetzt ja für die Anhörung, von der Frau Pieper eben sprach, geschrieben worden sind, das sehen dann diejenigen, die es finanzieren müssen, immer anders als diejenigen, die von der Finanzierung dann gerne profitieren wollen. Da würde ich gerne den Herrn Mino ins Spiel bringen. Herr Mino ist ja Vater von zwei Söhnen. Der zweite verlässt jetzt die Grundschule. Sie haben sich engagiert in der Schulpflegschaft, jetzt ja, auch in der Landeselternschaft Grundschulen, klar. Aber auch bei Ihnen ist ja die besondere Situation, dass der Förderverein oder die nicht alltägliche Situation, dass der Förderverein der Träger ist. Sie müssen doch da auch öfter mal über Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken und wie man das eigentlich besser machen könnte. Oder kommen Sie mit den Mitteln, die Sie haben, prima aus? Ja, prima auskommen ist natürlich, sage ich mal, eine relative Sache. Letztendlich stehen uns die gleichen Mittel zur Verfügung wie den großen Trägern auch. Da wir aber halt vom Förderverein aus die OGS stemmen, sage ich mal, ist den Eltern, da es ja irgendwie mit ihr eigenes Kind ist, auch mehr daran gelegen, sich selber da auch mehr einzubringen. Das ist jetzt aber so eine Sache, dass die OGS und vor allem auch die Qualität einer OGS, die sollte idealerweise ja nicht von der individuellen Leistung der Eltern an der Schule abhängen, sondern die sollte den gleichen Standard an jeder Schule im Prinzip bieten und nicht halt davon abhängig sein, welcher Träger sich da primär engagiert. Mhm. Naja, das stimmt. Ich würde jetzt gerne ein Fass aufmachen, was zu dem Frau Finnern auch erstmal ins Boot kommen kann. Eins der Problemfelder ist ja die Personalkosten. Wir kommen ja jetzt von den Kosten, von der Finanzierung eben mal auf das Personal. Diese Woche gab es ja wieder Warnstreiks. Ich nehme an, dass da auch Erzieherinnen aus der OGS mitgegangen sind und nicht nur Kita-Mitarbeiterinnen. Erzählen Sie doch mal, Sie haben mir vorher auch gesagt, also es gibt halt Leute, die können von diesen 4-5-Stunden-Jobs einfach nicht leben. Erzählen Sie doch mal, welche Klagen Sie erreichen.
Ja, also Sie haben jetzt gerade gesagt, Problemfeld Beschäftigte. Das sehe ich jetzt nicht so. Das ist nicht das Problem, sondern ich glaube, die Beschäftigten in den OGSen, bleiben wir jetzt mal dabei und gehen von der Kita jetzt außen vor, aber in den OGSen sind wirklich diejenigen, die eine ganze Menge auszubaden haben. Und das liegt eben schlicht und einfach auch wirklich an der, zum einen an der Unterfinanzierung der OGSen und zum anderen aber auch daran, dass Standards fehlen. Sie hatten das ja gerade schon gesagt, Standards fehlen, die eben auch für wirklich für alle Beschäftigten einzuhalten sind. Also es ist so, in den offenen Ganztagen ist es so, dass die nicht alle tarifgebunden sind, zum Beispiel die Träger, längst nicht alle. Ja, also da herrschen wirklich sehr unterschiedliche Bedingungen, was die Bezahlung angeht. Ich habe gerade gestern noch mal ein bisschen recherchiert nach Stellenangeboten. Wenn ich sehe, da wird eine Stelle angeboten, 8,5 Wochenstunden außerhalb der Ferienzeiten, also nur in der Schulzeit, da muss man sich nicht wundern, dass solche Leute noch einen zweiten Job brauchen. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass die Leute nicht ewig bleiben in der OGS, sondern versuchen, wirklich eine Beschäftigung zu finden, die sie auf Dauer machen können und von der sie leben können. Was macht man bitte in 8,5 Stunden pro Woche? Ja, es war eine Stelle einer pädagogischen Mitarbeiterin. Da wird man, ich nehme mal an, wenn man hochrechnet, vielleicht dreimal zwei Stunden machen oder so, ein bisschen Verwaltungsarbeit dabei, aber so etwa wird das sein. Aber das ist natürlich ein Stundenumfang, von dem niemand wirklich leben kann. Ja, oder eine andere Stelle, die ausgeschrieben ist, ist eine Stelle einer pädagogischen Mitarbeiterin im offenen Ganztag. Die war dann über 19,5 Stunden, also eine halbe Stelle, aber befristet von 1.6. bis 31.12. Bezahlung ab S3. Ja, für, also insofern, da muss man sich ja auch nicht groß wundern, das sind gut 1.000 Euro, zwischen 1.100, 1.200 Euro, sage ich mal, im Monat etwa, brutto wohlgemerkt. Ja, auch da, das sind natürlich Stellen, das ist ein großes Problem in den offenen Ganztagen, denn das sind ja eigentlich Bildungsangebote, die auch auf Kontinuität setzen müssen. Auf gut qualifiziertes Personal und auf Kontinuität, gerade wenn wir uns das Alter der Kinder angucken. Und das ist mit solchen Verträgen nicht machbar. Ich möchte... Hier ist eine Frage der Fragesteller, die Fragestellerin hier, die auf zwei Zetteln gefragt hat, kommt auch gleich zu Wort. Ich möchte aber Herrn Sandrock reinholen. Der hat nämlich auch was Interessantes gesagt. Korrigieren Sie mich, wenn ich das jetzt falsch erinnere. Sie haben gesagt, von den 8 Leuten, die ich im Mai oder Sommer letzten Jahres hatte, sind jetzt noch 2 da. Und das ist, also ich bin auch Mutter eines Kindes. Ich stelle mir das ist eine Katastrophe. Ja, selbstverständlich ist das für die Bindung, also an... Genau, also Beziehungsarbeit im OGS-Bereich ist halt sehr schwierig hinzubekommen. Wir haben einerseits diese Stundenreduzierung, das heißt keine Vollzeitstellen. Wir haben aber auch noch ein weiteres Problem, und zwar ist OGS ein Arbeitsplatz, der mitten am Tag stattfindet. Das heißt, selbst wenn man bereit ist, Teilzeit in den OGS-Bereich einzusteigen, ist es so, dass es nicht möglich ist, sich etwas dazu zu verdienen im Vormittagsbereich, zum Beispiel in der Kita, in der Sprachförderung oder ähnliches, weil die OGS ab 11.30 Uhr schon beginnt. Es ist auch schwierig, am Nachmittagsbereich, vielleicht im Bereich der Jugendhilfe, der Jugendarbeit Geld zu verdienen, weil dort die OGS-Betreuung bis 16.30, 17 Uhr andauert. Und in den Ferien verlangt man eine Vollzeitbeschäftigung. Also da nebenbei noch Geld zu verdienen, ist sehr schwierig. Und da sind viele Mitarbeiter dann natürlich weg, wenn ein besseres Angebot um die Ecke kommt. Das muss man ganz klar sagen. Und da leidet ganz klar die Beziehungsarbeit am Kind drunter. Also hier wird genickt. Ich lade Sie ein, also gleich Stellung zu nehmen, wenn Sie das bestätigen wollen. Frau Schweizer oder Frau Finnern wieder? Wir können das nur unterstützen. Es ist genau das. Und es ist gerade in den Bereichen natürlich von besonderer Schwere oder besonderer Dramatik manchmal auch, wenn es eben Kommunen trifft oder Sozialräume trifft, wo die Kinder darauf angewiesen sind, ganz besonders darauf angewiesen sind, eine feste Bezugsperson über einen längeren Zeitraum zu haben. Und ich bin wirklich jedes Mal sehr beeindruckt von dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das weit eigentlich über das hinausgeht, was sie aufgrund ihrer Verträge zu leisten müssten. Und ganz vieles passiert ehrenamtlich und kommt immer noch drauf. Das tun diejenigen, die da arbeiten, zugunsten der Kinder. Aber dass das nicht die Lösung sein kann, ich glaube, darüber sind wir uns, die wir hier stehen und sprechen, auch alle einig. Und ich denke, was man auch noch sagen muss,
Gerade bei diesem häufigen Personalwechsel, man muss auch erstmal Personal finden, die dann wieder bereit sind, die offenen Stellen zu besetzen, weil es ist auch nicht einfach beim Fachkräftemangel, bei den Arbeitsbedingungen, die wir vor Ort haben und bei den Stellen, die wir anbieten im Teilzeitbereich, Beschäftigte oder Fachkräfte zu finden, die bereit sind, sich das, ich sage es jetzt mal so böse, anzutun. Ja, vielleicht ergänzend zu dem Fachkräftemangel. Es gibt ja auch eine große Konkurrenz zu der ja, enormen Ausweitung der Arbeitsplätze auch in den Kitas. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also mit Einführung des Rechtes für die U3-Kinder ist natürlich einfach so, dass da viel mehr Arbeitsplätze geschaffen sind, die zumindest von Tarifgebundenheit und von Stundenumfängen und von Zuverlässigkeit, sage ich mal, attraktiver sind in der Regel als die in den offenen Ganztagen. Also insofern gibt da natürlich auch eine Fluktuation weg vom offenen Ganztag hin in die Kitas. Also insofern der Fachkräftemangel, der wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch deutlich verschärfen. Da gehe ich fest von aus. Hier ist die Frage auf den zwei Papieren. 10 Jahre OGS, wann hört es auf, dass OGS-Mitarbeiter mit geringfügigen Beschäftigungen abgespeist werden, weil die Mittel nicht viel mehr zulassen? Wann hört es auf? Ja, ich meinetwegen natürlich gerne schon gestern, aber ich habe in der Vorbereitung immerhin gelesen, dass die Stadt Düren sich offenbar auf den Weg macht, ein Konzept zu entwickeln, einen Standard innerhalb der Stadt, der eben auch vorschreibt, dass alle Beschäftigten im OGS tarifgebunden bezahlt werden müssen, dass also alle Träger tarifgebunden sind, dass sie sich bestimmte Qualitätsstandards setzen, dass sie sich bestimmte Qualifikationsstandards setzen, dass sie sich überlegen, welche Fortbildung bieten wir unseren OGS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Sie sind noch in der Diskussion dieser Standardorientierung. Aber das wäre natürlich das, was wir uns wünschen, auch vom Land. Ich meine, die Empfehlung der Bildungskonferenz 2011 zu dem Punkt war ja auch sehr eindeutig. Die hat ja genau das auch gesagt. Wir brauchen Mindeststandards für die Qualität in den OGSen, die natürlich auch die Qualifikation bzw. Bezahlung und Beschäftigungsverhältnisse Personal mit einbezieht. Und insofern, da ist wirklich ein großer Schritt zu tun. Und das hängt natürlich ganz wesentlich von der Finanzierung ab, völlig klar. Herr Mino hatte mir vor ein paar Tagen gesagt, also ich verstehe das gar nicht, es ist eigentlich nur ein organisatorisches Problem, jemandem eine Vollzeitstelle zu verschaffen. Dass er vormittags in der Schule das macht, das bezahlt im Moment zwar jemand anders und nachmittags bezahlt es der Träger, aber das muss doch hinzubekommen sein, dass man da vielleicht nicht flächendeckend, aber vereinzelt attraktive Stellen schafft, die dann auch ein auskömmliches Leben ermöglichen. Ja, Sie sprechen jetzt wahrscheinlich auf die Inklusionsassistenten an, über die wir da zum Beispiel gesprochen haben, die ja sowohl im Vormittag als auch im Nachmittag idealerweise beschäftigt sind. Und also ich stelle mir da die Frage, warum es nicht möglich sein soll, dass jemand, der halt im Vormittag als Inklusionsassistent halt beschäftigt ist und entsprechend auch finanziert wird und im Nachmittagsbereich halt dann in der OGS beschäftigt ist. Das wäre wahrscheinlich nur das aktuelle ist das Problem, dass es aus zwei Töpfen bezahlt wird, das Geld. Und da müsste man doch Lösungen finden können, wie man das bündelt für eine Schule oder, sage ich mal, für einen jeweiligen Träger und das dann halt, dass man diese Jobs dann verbindet, dass man halt damit attraktive Vollzeitstellen schaffen kann. Also da weiß ich natürlich nicht, was da kommunal möglich ist. Aber ich fände es schon mal sinnvoll, in diese Richtung weiterzudenken. Hier wurde aber gerade angesprochen, dass es ja auch wichtig ist, was ich auch schon gesagt habe, dass wir landesweit Mindeststandards, ich würde mal sagen, dass wir einfach mal Standards schaffen, die an jeder offenen Ganztagsschule halt gewährleistet sein müssen. Und ob das jetzt dann auch unbedingt durch Elternbeiträge halt finanziert werden müssen und dann abhängig sein muss von der finanziellen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Kommune. Das müsste man dann, wenn man entsprechende Mindeststandards voraussetzt, natürlich nochmal prüfen. Also ich denke, das ist nicht unbedingt vereinbar, dass man auf der einen Seite Standards schaffen möchte, das ist wichtig, aber dann auf der anderen Seite es abhängig macht, wie viel Geld der jeweilige Träger zur Verfügung hat. Das wird ja nicht wirklich funktionieren, das einzuhalten. Ja, aber eine Empfehlung von Mindeststandards generiert erstmal keine Kosten direkt, aber eine Festlegung auf Mindeststandards auf jeden Fall. Und das scheint doch das Problem zu sein, egal ob man jetzt das Land anspricht oder die Kommunen anspricht. So ist es. Das wäre nämlich der Punkt, den ich auch gerade sagen wollte. Ich glaube, wenn wir
festgelegte gesetzliche Grundlagen hätten, die einen Rahmen stecken würden für die OGS, dann hätte ich als Träger auch eine gewisse Grundlage, auf der Basis könnte ich planen, könnte meinen Plan festlegen für die Ausgestaltung. Und dann ist, glaube ich, auch die Frage, wo kommt das Geld her? Ich will nicht sagen nachrangig, aber dann gestaltet sich die auch einfacher. Wir sind in der gesamten Bundesrepublik relativ stark kommunal organisiert. Also ob man, sag ich mal, die Finanzierung landesweit, bundesweit festlegen muss, weiß ich nicht, wäre ich eher dagegen. Das soll die Kommune nach ihren Möglichkeiten, nach Einwohnerstruktur, sozialen Vorgaben, denke ich, meiner Meinung nach selber organisieren, aber die gesetzliche Grundlage fehlt. Und wenn wir die hätten, glaube ich, dann würde sich schon einiges einfacher gestalten. Mhm. Frau Finan wollte noch mal. Ja, also die gesetzliche Grundlage, das sehe ich auch. Aber ich wollte nur ganz kurz was sagen zu dem Vorschlag, der Integrationshelfer vom Vormittag in den Nachmittag zu ziehen. Das sind aus meiner Sicht zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Und wenn ich die Integrationshelfer, die brauche ich natürlich im Nachmittag, das ist völlig klar, aber als Integrationshelfer. Und die ersetzen dann nicht eine pädagogische Mitarbeiterin im offenen Ganztag. Ja, das heißt also, das sind zwei Stränge, die wir da denken müssen. Und also ich weiß, bei uns in der Region in Bielefeld gab es einen Fall, dass ein Kind mit geistig, also Entwicklungsstörungen in eine Grundschule gekommen ist, eine Regelgrundschule, die inklusiv arbeitet. Und die Eltern haben in einer Klasse das Kind angemeldet, in der alle anderen Kinder auch in dem OGS sind. Und die wollten dieses Kind auch in den OGS bekommen. Und haben dann den Integrationshelfer auch für den Nachmittag beantragt. Haben ihn auch genehmigt bekommen, aber mussten 1.700 Euro pro Monat selber bezahlen. Haben dann geklagt vom Sozialgericht in Detmold und haben in erster Instanz Recht bekommen. Das heißt also, das erstinstanzliche richterliche Urteil sagt, ja, dieses Kind hat natürlich Anspruch auf den Integrationshelfer auch im Nachmittag und zwar genauso wie im Vormittag, denn sobald ein offenes Ganztag ist ein Bildungs- und Erziehungsangebot, was vom Land gewollt ist, also muss man diesen Kindern, wenn man Inklusion möchte, auch die Teilnahme daran ermöglichen, wie allen anderen auch. Die Stadt hat natürlich Berufung eingelegt, das heißt, es wird jetzt höher gehen und es wird irgendwann eine endgültige Entscheidung geben, aber ich denke, das ist schon ein richtiges Urteil, das heißt also, wir brauchen für alle Kinder, die eben Unterstützung brauchen, die auch im Nachmittag, aber das ersetzt keine pädagogische Fachkraft. Aber immerhin ist das Kind betreut und die Inklusion kann tatsächlich da starten. Vielleicht darf ich noch mal kurz dazu Stellung nehmen. Also ich möchte mich jetzt nicht so verstanden wissen, dass ich sage, ein Integrationshelfer, der nicht entsprechend qualifiziert ist, soll auch im Bereich der OGS erzieherische bzw. pädagogische Tätigkeiten wahrnehmen. Mir war eigentlich mein Interesse ging halt daran, dass man die Kräfte, die jetzt halt nur im Nachmittag beschäftigt wären, dass man die vielleicht auch als Integrationshelfer einsetzen könnte. Dass man dadurch halt die Möglichkeit hat, eine volle Stelle zu schaffen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man da die Qualifikation entsprechend verringert für den US. Das war jetzt nicht das, was ich sagen wollte. Wenn ich da vielleicht einhaken darf. Es ist ehrenwert zu versuchen, vielleicht die Mitarbeiter aus dem OGS-Bereich mit Vollzeitstellen zu versorgen, indem man sie vielleicht in den Vormittag hineinschiebt. Aber ich denke, dass das der komplett falsche Weg ist. Wir müssen uns eigentlich von dem additiven Modell hier in NRW verabschieden und zu Ganztagsklassen kommen. Dann haben wir nicht nur Vollzeitstellen für die Erzieherinnen und Erzieher hier in unserem Bundesland, sondern wir haben auch eine viel höhere pädagogische Qualität, die wir unseren Kindern bieten können. Zustimmung von Frau Schweizer. Zustimmung, klar. Von der Seite, ich finde es wirklich wichtig, dass wir das Wort Qualität jetzt noch mal ein Stück weiter beleuchten, denn das ist es ja letztendlich, worum es geht. Das ist das, was wir wünschen, was wir uns wünschen und was die Kinder wirklich brauchen. Und wie bekommen wir denn die Qualität in die Ganztags-, in die Grundschulen hinein? Wirklich, denke ich, ist der Ansatz richtig zu sagen, die Kinder brauchen mehr Zeit, eine längere gemeinsame Lernzeit in der Grundschule. Und wir brauchen eine andere Verteilung zwischen dem, was wir klassischerweise im Vormittag machen und dem, was im Nachmittag sich an Betreuungsangeboten anschließt. Denn das ist nicht kindgemäß. Kinder trennen nicht bis 12 Uhr und sagen, bis 12 Uhr
Mathe und Deutsch und was weiß ich noch alles, Sachunterricht und was dazugehört. Und danach gehe ich dann in meine Freizeitangebote. Das ist das Denken, was wir haben, weil es die Organisationsform ist, mit der wir tagtäglich zu tun haben. Und denken, ja, so ist es dann. Aber so ist es eigentlich nicht. Denn wer mal Kindergartenkinder beobachtet, also im Vorschulalter, weiß, wie Kinder ihre eigenen Rhythmen im Kindergarten und in den Kindertagesstätten leben können und wie sich Phasen dort anders verteilen. Und das setzt sich natürlich im Grundschulalter noch fort. Und da haben wir eine große Chance, Qualitätssteigerung zu ermöglichen, wenn es uns gelänge, zu anderen Rhythmisierungen zu kommen. Dafür brauchen wir ein pädagogisch ausgebildetes Personal im Bereich der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Ganztag. Das setzt es natürlich voraus. Und dann glaube ich, dass da ganz vieles gelingen kann. Denn wenn ich mich zurückerinnere, als wir angefangen haben, über offene Ganztagsschule zu sprechen und die Einführungsphase war, da haben wir viel darüber gesprochen, wie Teamarbeit gelingen kann. Auf Augenhöhe miteinander umgehen. Wie es ja auch in dem Runderlass, glaube ich, steht. Genau. Da ist ja von Augenhöhe genau. Definitiv die Rede. Ich kann es jetzt natürlich nicht flächendeckend belegen, aber mein Eindruck ist, dass wir über diesen Punkt schon ein Stück hinausgekommen sind. Ich glaube, dass vielfältige Kooperationsprozesse in den Schulen mittlerweile stattfinden, dass das Miteinander ein ganzes Stück gewachsen ist und dass viele Ideen gewachsen sind, wie wir dann eigentlich Bildungsprozesse zugunsten der Kinder noch optimieren könnten. Und an der Stelle einzuhaken und darüber nachzudenken, wie können wir das nutzen zugunsten der Dinge, die ich vorhin als Ziele genannt habe, das finde ich einen lohnenswerten Weg. Das möchte ich sehr unterstützen, ja. Wir haben bei uns in Bonn-Oberkassel Tatsache die Möglichkeit, die Klasse meiner Tochter ist eine komplette OGS-Klasse, das heißt, alle Kinder besuchen die OGS und haben damit die Möglichkeit, dass die entsprechenden OGS-Mitarbeiter teilweise dann auch schon am Vormittag anwesend sind, dass die ganz hautnah in der Klasse mitbekommen, welches Kind hat möglicherweise in welchen Bereichen welche Defizite, Schwächen, können darauf eingehen, können das natürlich am Nachmittag auch in der OGS-Tätigkeit die Kinder entsprechend fördern, anregen zu bestimmten Sachen. Das ist eine ganz wichtige Sache und das wäre das Schlimmste, wenn diese Verzahnung zwischen der Schule und der OGS, wenn die verloren ginge oder nicht weiter ausgebaut würde, das wäre eine Katastrophe in meinen Augen. Wir haben das Glück, dass es bei uns funktioniert und das möchte ich auch unbedingt erhalten wissen. Also mein Eindruck war, ich habe im Bekanntenkreis rumgefragt, eine Schulleiterin war dabei, eine Grundschulleiterin, die auch sagte, es wäre einfach schön, wenn die Teams sich vernetzen würden, aber es gibt ein gewisses Gefälle auch in der Wertschätzung, vom Vormittag zum Nachmittag. Ich kann das nicht behaupten für alle und will auch niemandem was unterstellen, aber ich würde gerne Herrn Sandrock fragen, ob er das auch so sieht. Ja, das kann man sehr gut so sehen eigentlich. Dieses Gefälle gibt es zwischen dem Lehrkräften und dem pädagogischen Personal der Jugendhilfe. Man hat praktisch mit Einführung der offenen Ganztagsschule hier in NRW die Lehrer gezwungen, ihren Tag nun länger in der Schule verbringen zu müssen. Und das klappt in der Praxis in der Regel nicht. Wir haben das additive Modell, was immer noch ganz groß im Prinzip im Vordergrund steht. Die Entwicklung zu Ganztagsklassen lässt sich oftmals nicht realisieren aufgrund des Widerstandes von Lehrkräften. Und man merkt aber dann im Gespräch mit Lehrkräften, dass die sich einfach auch mit ihren Aufgaben überfordert sehen. Lehrkräfte haben in der Vergangenheit immer damit planen können, mittags dienstfrei zu haben vor Ort in der Schule und dann zu Hause zu arbeiten. So sind Strukturen aufgebaut, auch in der Schule selbst. Es gibt keine Arbeitsplätze für Lehrer in der Regel in Schulen. Und nun kommt die böse OGS, kommen die bösen Mitarbeiter der Jugendhilfe und fordern auf einmal Arbeit am Nachmittag mit Hilfe am Nachmittag. Und das wird oftmals einfach abgelehnt. Wie ist es zu lösen? Es sind einzelne Lehrer. Es ist eine persönliche Bereitschaft, die von Lehrern da sein muss, die einzeln auch da ist, aber nicht flächendeckend leider. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass dort von gesetzlicher Seite Standards da sind, die so etwas vorschreiben. Nehmen wir eben Frau Schweizer, die hat sich schon länger gemeldet, und dann Dr. Reichel. Ja, das ist...
sicherlich ein wichtiger Punkt, den Sie da auch nochmal ansprechen. Das hat was damit zu tun, wie sich das Lehrerbild in den letzten Jahren entwickelt hat und wie es sich auch weiterhin entwickeln muss. Und ganz sicher muss nochmal ein verstärkterer Wechsel in den Köpfen passieren, darüber nachzudenken, dass Lehrer nicht sein nicht nur bedeutet, ich bin am Vormittag in der Schule und dann gehe ich eben mittags nach Hause, sondern einen umfassenderen Arbeitsplatz auch in der Schule zu gestalten ist. Dazu braucht es aber, damit so etwas greifen kann, braucht es aber wiederum auch Unterstützung. Und dass die Aufgaben immer mehr geworden sind, auch im unterrichtlichen Vormittag, darüber besteht auch kein Zweifel. So. Und wie gehen wir jetzt damit um, dass Aufgaben zunehmen, wir andererseits aber auch den Anspruch daran haben, Qualität zu erhalten bzw. zu steigern? Und wie kann man das unterstützen? Ich sag mal, bezogen auf die Rolle der Schulleitungen, die ja in diesem Prozess auch der Vernetzung zwischen Vormittag und Nachmittag eine wichtige Rolle spielen, uns stehen auf dem Papier, steht uns eine Stunde für die Arbeit mit der OGS zur Verfügung. Eine Stunde von unserer Arbeitszeit ist dafür vorgesehen. Wir trinken zusammen Kaffee, haben die wichtigsten Punkte angesprochen, über die wir reden müssen, und dann kommt der Gong. Das schafft man in der Zeit. Herr Dr. Reichel hatte sich gemeldet. Ja, es sind eine ganze Menge Fragen natürlich, die irgendwie auch alle miteinander zusammenhängen. Aber man muss natürlich erst mal eins denken, wie lange gibt es die OGS? 12 Jahre. Kein langer Zeitraum. Ich erinnere mich noch genau an die Zeit, in der ich in die Schule gegangen habe. 12,5 Jahre Schulzeit. Ich hatte sozusagen G8,5 wegen der damaligen Kurzschuljahre. Also eine Besonderheit meiner Generation. In den 12,5 Jahren, da hat man sich über ganz andere Sachen unterhalten, nämlich erstmal, ob katholische und evangelische Kinder zusammen in eine Schule gehen sollen. Und das zweite Thema war, ob die Jungen und die Mädchen zusammen erzogen werden sollen. War ein Riesenthema. Und das fanden Eltern wichtig. Man hat sich nicht darüber unterhalten, wie man Ganztagsschulen macht. Und Ganztagsschulen haben eine gesellschaftliche Akzeptanz eigentlich erst bekommen in den 2000er Nuller Jahren. Es gab natürlich vorher schon die Gesamtschulen, aber in der Grundschule. Das war dann manchen Leuten dann doch etwas suspekt. Und wir haben heute ja noch eine Situation, ich erinnere mich ganz gut an eine Debatte, die es eben auch im Landtag gab, vor 2 Jahren etwa. Da hat man sich da natürlich drüber ausgetauscht. Wie Herr Minor, wir haben da auch viel drüber geredet, uns x-mal getroffen zu dem Thema. Wie schafft man das denn, dass da eine Balance ist zwischen Pflicht- und freiwilligen Anteilen? Manche Eltern sagen, ja, ich finde das ganz toll, dass mein Kind die ganze Zeit im Ganztag ist. Und manche Eltern sagen, ich finde das überhaupt nicht toll, sondern ich möchte das Kind vielleicht dann nur an einem Tag oder nur an 2 Tagen oder nur gelegentlich mal an irgendetwas teilnehmen lassen. Und das sind ja Debatten, die man dann auch hinbekommen muss in so einer Gemeinde. Und genauso ist das natürlich mit den Menschen, die da arbeiten. Ich habe das mir mal jetzt so aufgeschrieben. Es gibt im Grunde 4 Personengruppen, die wir in der OGS haben. Das sind einmal die Lehrkräfte. Das zweite sind Erzieherinnen. Das hat natürlich eine Tradition, weil das eben in der Betreuung, Schulkindbetreuung genauso wie in Kita-Betreuung immer die dominierende Gruppe ist. Ich würde da auch zuzählen dann die sozialpädagogischen Fachkräfte, wo wir ja auch noch in den Grundschulen einige haben. Ich glaube, so ungefähr 550, 600 stehen da bei uns im Haushalt. Das dritte Gruppe, das sind dann Personen, bei denen man sich dann fragt, warum sind die nur ein paar Tage da oder warum sind die nur ein paar Stunden da? Das sind Leute aus Sportvereinen, das sind Leute, die da vielleicht einen Ballettkurs machen oder irgendeine andere Geschichte, die eben nur eben für eine bestimmte Sache ist. Wir haben ja auch Personen, also beispielsweise aus Jugendkunstschulen oder aus Musikschulen, die sind zwar nur 3 Stunden in der OGS, stimmt aber nicht so ganz. Die sind nämlich meistens dann doch in 5 oder 6 Schulen tätig und haben dann sozusagen einen Teil ihrer Arbeitszeit in Schulen, aber in verschiedenen Schulen. Diese Gruppe gibt es auch. Und die 4. Gruppe ist eine ganz andere Gruppe. Das sind die sogenannten Integrationshelfer. Ich nenne es lieber Teilhabeassistenz.
über die dann gesprochen wird, dass die eben dann für Kinder, die es eben brauchen, dann vormittags und nachmittags da sein sollen. Ich kann dazu auch kurz mal erklären, dass mit die Sache mit diesem Urteil, es gibt ja nicht nur ein Urteil, vielleicht ein kleiner Lesetipp. Wir haben in ganztag-nrw.de, unserer Seite, eine Rechtsberatungsseite. Ganz recht, ganz Ausrufezeichen recht. Manche kennen sie vielleicht. Und da haben wir auch zu diesen Themen überall Dinge. Das ist jetzt keine Seite, die die Auffassung von Ministerien, ich sage das bewusst im Plural, oder von Gerichten darstellt, sondern das ist eine Seite, die berät. Und hat dann eben eine ganze Menge an Urteilen auch zusammengestellt, die eben zu diesen Themen gibt. Und die Urteile gehen in der Tat meistens in die Richtung, wie Sie das eben dargestellt haben. In dem konkreten Fall geht es im Grunde um Folgendes. Das geht im Sozialgesetzbuch 12, haben wir zwei Paragraphen, die sich damit beschäftigen, 54 und den 53. Und da kommt genau der Streit. In dem 54 steht, dass alles, was sozusagen zur Schulbildung gehört, dann entsprechend finanziert werden muss. Im 53 steht, dass Assistenz auch dann gegeben soll, wenn Freizeitaktivitäten gefördert werden sollen, dass das Kind in den Sportverein gehen kann oder in die Musikschule, ohne dass das was unbedingt mit Schule zu tun haben muss. Und das ist aber etwas, wo dann Eltern herangezogen werden, um auch selbst mitzufinanzieren. Die Beträge haben Sie ja richtig genannt. Das ist genau dann die Frage der Einstellung, über die man dann sprechen muss. Das Gericht hat ja dazu eine Äußerung gemacht, dass eben diese Dinge, die in der OGS gemacht haben, eben nicht ein bisschen basteln und spielen sind, wie man das oft so manchmal despektierlich sagt, sondern dass das eben dazu beiträgt, den Bildungsauftrag der Schule zu stärken. Jetzt breche ich aber meine Lanze auch noch für das Basteln und Spielen. Also wir haben am Anfang in der OGS eine Phase gehabt, so 2003, 2004, da kamen dann viele ganz stolz an. Boah, ich habe da 14 Kurse. Hat sich hinterher herausgestellt, viel zu viel. Die Kinder kamen dann auf einmal in so eine kleine Mini-Volkshochschule und man kam dann doch mehr dazu, den Kindern auch Raum zu geben, dass sie sich selbst beschäftigen können, dass es Räume gibt, in denen man auch selber tätig werden kann oder einfach mal Freunde treffen und kann sich da ein bisschen selbst organisieren. Das ist eben auch ein wichtiges Plädoyer, gerade für die Kinder. Und wenn ich jetzt in der 5. Klasse die Kinder frage, das haben wir in unserer Bildungsberichterstattung dann auch mitgekriegt, ne, und frage die, was wünscht ihr euch denn mehr? Dann sagen die, wir wollen auch noch ein bisschen mehr spielen. Die haben nämlich dann eine andere Stundentafel. Ne? Das ist in der Klasse 5 dann schon ein bisschen anders. Und das ist dann schon auch eine Umstellung von Klasse 4 bis 5. Also das sind alles so Dinge, die da eine Rolle spielen bei den Diskussionen. Ich darf dann vielleicht noch mal was auf die ganztägige Beschäftigung zurückkommen. Eine durchgehende Doppelbesetzung, das stelle ich jetzt nur mal als Frage, ist das das Ziel? Bin mir da nicht so sicher, ob das jetzt so das Richtige ist. Zur Inklusion? Nein, hat mit Inklusion gar nichts zu tun. Sondern wenn man sagt, ich will Ganztagsarbeitsplätze haben, dann heißt das ja im Grunde, dass ich die alle doppelt rein tue. Ja? Es gibt da ein sehr schönes Modell, das möchte ich in dem Fall jetzt mal präsentieren, in Recklinghausen, das nennt sich Blaue Stunde. Da haben die einen bestimmten Zeitkorridor, wo Erzieherinnen, Lehrkräfte zusammenarbeiten. Und solche Modelle kann man durchaus in Schulen ganz gut machen. Das Problem, wie ich das mit Ganzzeitarbeitsplätzen mache, ist dann nochmal ein ganz anderes. Und da kommt ein Haken, den habe ich sowieso beim Grundschulbereich. Ich habe das ganz am Anfang 2004 sogar mal einen Auftrag gegeben. Das Gutachten kann man auch im Netz, irgendwo bei ganztag-nrw.de ist es, sehen. Wie schaffe ich einen Ganztag, wenn ich es hauptsächlich mit Teilzeitkräften zu tun habe? Teilzeitkräfte auch auf der Seite der Lehrerinnen. Sie müssen ja auch mal an die Lehrerinnen denken, die beispielsweise in der Familiengründungsphase sind. Das war vor 10 Jahren nicht so mit Ausbau U3-Betreuung. Gab es ja noch nicht. Jetzt gibt es die Ausbau U3-Betreuung. Das heißt aber noch nicht, dass immer alles zusammenpasst. Sondern das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, für den man ein bisschen Zeit braucht. Und es gibt welche, die wollen es einfach ganz anders. Die wollen einfach Teilzeit arbeiten, die habe ich auch. Dass es natürlich auch welche gibt, die die Teilzeit nicht wünschen, sondern sie eben
auch in der Gruppe, die Sie beschäftigen, die dann sagen, nee, also ich hätte ja gerne, aber es geht nicht. Das gibt es auch. Das heißt, ich habe hier also ein ganz weites Feld, weil sich hier mit der OGS sozusagen ein völlig neues Arbeits- und Berufsfeld auch aufgemacht hat, was ich vorher so nicht hatte. Und wenn ich dann sehe, jetzt in 12 Jahren, was ich schon sehr wichtig finde, ist, dass man dieses so auch als Problem dann diskutiert. Das hätte man vor 12 Jahren, das, was hier alles diskutiert, noch nicht mal als Problem diskutiert, sondern das war eben eine Situation, wo man erst einmal gucken musste, wie kriege ich möglichst viele Plätze hin. Und hat sich dann auch auf ein, wie ich finde, Erfolgsmodell geeinigt, das auch sich als Erfolgsmodell bewährt, auch wenn es in jeder Stadt und in jeder Schule unterschiedlich aussehen kann und in einigen eben dann auch die besagten Probleme mit sich bringt, über die wir hier sprechen, die ja auch niemand in Abrede stellt. Und zu denen Frau Finnern auch nochmal Stellung nehmen wollte. Ja, nur eine Sache, eine Anmerkung vielleicht noch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Dr. Reichel. Also für mich sind Basteln und Spielen überhaupt kein Widerspruch zum Bildungsauftrag in der Grundschule. Gar keine Frage. Gar keine Frage, nein, aber das gehört für mich natürlich dazu. Das ist ja ganz klar. Aber ich wollte eigentlich nochmal vorhin etwas sagen zu dem Verhältnis zwischen Lehrkräften an den Schulen und in den OGSen. Man darf also... Das, was Frau Schweizer gesagt hat, möchte ich sehr unterstützen. Man darf nicht vergessen, es ist sehr wichtig und wirklich wichtig, dass es auch funktioniert, dass die Lehrkräfte, die im Vormittag arbeiten und teilweise im Nachmittag arbeiten, gut kooperieren mit dem, was in der, im offenen Ganztag passiert. Man darf aber auch nicht vergessen, das Ganze kostet natürlich Zeit. Und die Verpflichtung, die Unterrichtsverpflichtung von 28 Wochenstunden hat sich nicht verändert, dadurch, dass es jetzt einen offenen Ganztag gibt. Ja, und es gibt ja auch keinerlei, auf die Unterrichtsverpflichtung selber wird nicht angerechnet, dass es irgendwie meinetwegen eine Stunde für eine Beratung gibt in der Woche oder wie auch immer. Sowas gibt es nicht, das ist extra. Ja, das heißt also insofern ist das natürlich schon auch eine deutliche Mehrbelastung. Das ist einfach so, das muss man erstmal auch so konstatieren, denke ich. Ich habe noch ein Urteil beizutragen, was ich ganz interessant fand. Vielleicht kennen Sie es alle schon, aber während meiner Recherchen ist mir das eben untergekommen. In Köln hat eine Ergänzungskraft erfolgreich geklagt am Arbeitsgericht. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Die hat gesagt, ich arbeite jetzt hier schon so lange wie eine Gruppenleiterin und werde als Ergänzungskraft bezahlt. Und hat also von dem Arbeitsgericht Recht bekommen und bekommt also für das eine Jahr, auch wenn es mehrere Jahre schon waren, für das eine Jahr jetzt rückwirkend 3.000 Euro nachgezahlt und sagt, jedenfalls in dem Kölner Stadtanzeiger, sagt, es geht mir nicht ums Geld, es geht mir einfach um die Anerkennung, dass ich nicht hier als Ergänzungskraft so mitlaufe und dann viel mehr Aufgaben bekomme und das einfach nicht anerkannt wird. Herr Minor. Ja, ich wollte auch noch mal kurz etwas erzählen und zwar zum Thema der Vernetzung zwischen dem Vormittags- und dem Nachmittagsbereich, was ich immer mal wieder höre und eigentlich auch nicht so positiv sehe, ist, dass davon gesprochen wird, es gibt die Schule und dann gibt es die OGS oder die OGATA, die an der Schule ist. Das ist aber, sage ich mal, schon vom Sprachgebrauch her schlecht, weil es gibt die offene Ganztagsschule, in der natürlich der Vormittagsbereich mit dem Nachmittagsbereich vernetzt ist. Das sind die erfolgreichen Schulen, bei denen es gut funktioniert. Und Schulen, die das jetzt sich auch wirklich auf die Fahne geschrieben haben, die haben das dann meist auch entsprechend in ihren Schulprogrammen festgelegt, dass man das auch von außen ganz klar sieht, dass das eine offene Ganztagsschule ist und bei denen dann auch die Koordinatoren des Ganztages, also des Nachmittagsbereichs, natürlich auch mit Schulleitung und natürlich auch mit den Elternvertretern zusammen am Tisch sitzen und die entsprechenden Themen diskutieren. Mhm. Aber was gerade auch angesprochen wurde, es ist natürlich notwendig, wenn für diese Gespräche, die ja sehr wichtig sind, dass da entsprechend auch Stunden freigestellt werden, die genau dafür sind. Und zwar im ganzen Land. Das ist halt also nicht auf die individuelle Motivation zurückgeht, dass das läuft, sondern dass die Zeit dafür da ist, einfach so, und dass man darüber nicht diskutieren muss. Aber jetzt Sie als Vertreter eines Trägervereins, ein Fördervereins, der Träger ist, oder Herr Sandrock, kann man über diese 28 Stunden, Wochenstundenverträge hinaus also auch 30 Stunden Verträge abschließen? Oder ist also das, nicht man muss ja dazu sagen, diese 28... Es sind 28 Stunden bei den Lehrern. Ich wollte gerade sagen, okay, 28 vielen Dank. Unterrichtsstunden, genau. Verpflichtung bei den Lehrern. Okay, was sind so die Standardverträge der
Erzieher am Nachmittag? Also es gibt unterschiedliche Modelle, das ist trägerabhängig, das ist auch kommunal unterschiedlich. Es kommt darauf an, was der Träger an finanziellen Mitteln zur Verfügung bekommt und wie der Träger diese finanziellen Mittel dann einsetzt. Ich arbeite bei der Diakonie Düsseldorf und bei uns bekommen Gruppenleitungen 28 Wochenstunden, wovon 25 da Stunden. Hatte ich doch die Zahl, ja. Zeitstunden. Genau, Zeitstunden, 28 Zeitstunden als Erzieherin, als Gruppenleitung, wovon 25 gearbeitet werden und 3 werden angespart für die Vollzeitbetreuung in den Schulferien. Und die Diakonie Düsseldorf leistet sich den Luxus, Einrichtungsleitungen auf Vollzeit einzustellen. Das heißt, ich habe neben meinen 25 Stunden als Gruppenleitung, das heißt, ich muss am Nachmittag trotzdem eine Gruppe leiten, alle administrativen Aufgaben machen, habe da die Möglichkeit, dann auch in Kontakt mit Schulleitung zu sein, mit Lehrerkollegen, mit Schulsozialarbeit. Aber diese Stellen sind zum Beispiel nicht refinanziert. Die Diakonie Düsseldorf finanziert 23 Stellen, hochgerechnet aus eigenen Mitteln, um diese Qualität hier in Düsseldorf jedenfalls an den Schulen der Diakonie zu gewährleisten. Das ist kein Standard. Ich war bei anderen Trägern beschäftigt. Dort gibt es diese Kooperation nicht und diese Vernetzung. Die findet einfach nicht statt. Der Lehrer hat bis 13.30 Uhr Unterricht, ist dann auf dem Weg nach Hause. Das ist die Regel jedenfalls so. Es gibt Ausnahmen dazu auf jeden Fall. Aber die Regel sieht anders aus. Und der Mitarbeiter des offenen Ganztages ist ab circa 11.30 Uhr, 12 Uhr im Hause und hat aber ab 12 Uhr auch die ersten Kinder. Kommunikation ist ein ganz, ganz großes Problem, wo es eine riesengroße Baustelle gibt. Frau Schweizer, ich vergesse Sie nicht, aber Herr Thom meldet sich auch schon die ganze Zeit. Genau. Zu beiden Sachen wollte ich was sagen. Sie haben recht, Herr Sandrock, und ich weiß aus Bonn, dass es ein höchst kreativer Prozess ist, die Einteilung der Fachkräfte der OGS so zu gestalten, dass Sie am Ende eine wirkliche Betreuung garantieren können und über einen längeren Zeitraum hinweg. Sie brauchen Vollzeitkräfte oder länger beschäftigte Kräfte auf jeden Fall, die entsprechende Leitungsfunktionen übernehmen, die über einen längeren Zeitraum am Tag auch da sind. Auf der anderen Seite ist die finanzielle Ausstattung nicht so gut, dass sie davon viele Kräfte haben. Das heißt, sie haben Kräfte mit 25-Stunden-Verträgen und jetzt durch die nicht so gute finanzielle Ausstattung werden die auch teilweise noch gekürzt werden müssen auf einen geringeren Zeitraum. Und die Excel-Tapete ist unendlich lang, wenn Sie diese Wochenplanung der OGS sehen, die Kräfte so einzuteilen, furchtbar, dass sie immer eine Betreuung, das ist wirklich furchtbar, um eine vernünftige Einteilung hinzubekommen. Also das ist höchst anstrengend wahrscheinlich, um das mal so gelinde auszudrücken. Und ich muss Sie auch nochmal unterstützen, Herr Minor, was Sie sagten, ist durchaus richtig. Und das ist wiederum ein Punkt, würde ich sagen, der bedarf ganz dringend einer gesetzlichen Fixierung, dass wir diese Kooperationsmöglichkeiten zwischen Schule und OGS hinbekommen. Bei uns auch in Bonn, es gibt so ein von bis, es gibt Schulen, an denen es faktisch keine Kooperation zwischen der Schule an sich und der OGS gibt, weil da Hinderungsgründe welcher Art auch immer vorliegen, wenn es auch bloß scheinbare Gründe sind, bis hin zu wirklich hervorragender Zusammenarbeit zwischen der Schule und der OGS, dass die Schule das, was sie an räumlichen Mitteln, Kapazitäten zur Verfügung hat, natürlich der OGS zur Verfügung stellt und die OGS-Kräfte dafür gerne und gemeinsam mit den Lehrern auch einen großen Teil des Tages schon in der Schulklasse sind und dieser fließende Übergang und wenn sie da ist und wenn sie die Kinder fragen, die gehen nicht in die OGS oder in die Schule, die gehen einfach in die Schule. Und die Schule fängt eben morgens an und wenn sie bis 15 Uhr da sind oder bis 16.30 Uhr, dann ist die Schule zu Ende. Mhm. Und wenn sie fragen, was habt ihr gemacht und man gerade in der ersten Klasse jetzt fragt, hast du gelernt, hast du gespielt, hast du irgendwas, wissen sie abends sowieso alles nicht mehr, keine Ahnung. Und war schön? Ja, war schön, war super. Und dann nach und nach sprudelt das dann ja doch raus. Also die Kinder auf keinen Fall, die unterscheiden nicht da. Mhm. Und das sollten wir auch nicht tun. Ja. Hat sich Ihr Einwurf erledigt? Ja. Ist noch wichtig, noch Folgendes zu sagen, Herr Dr. Reichler hat gerade schon darauf angesprochen, dass wir vor 2 Jahren ein etwas anderes Thema hatten. Und zwar geht es darum, dass der Ganztag ja immer mehr als guter Weg gefunden wird. Und auch viele Eltern sehen das nicht nur als guten Weg, sondern als einzige Möglichkeit, Beruf und Familie auch miteinander zu verbinden. Mhm. Und aus pädagogischer Sicht kann man im Ganztag, also wenn das Kind von morgens bis zum Nachmittag da ist, auch mehr schaffen, so formuliere ich es jetzt mal. Aber es ist auch nicht im Sinne aller Eltern. Es gibt also auch
noch genug Eltern, die möchten halt eben nicht, dass das Kind 5 Tage die Woche den ganzen Tag in der Schule ist, sondern die hätten gerne den Nachmittag frei, um mit ihrem Kind was zu unternehmen. Mhm. Und das geht auch durch die Bank. Und es ist nicht davon abhängig, ob das jetzt eine bildungsferne oder eine bildungsnahe Familie ist. Die Eltern muss man natürlich auch immer berücksichtigen. Also wenn jetzt die Entwicklung jetzt so primär gesehen wird in Richtung gebundener Ganztag, das wird vermutlich zum aktuellen Zeitpunkt auch so nicht funktionieren. Das ist auch der Grund, warum Sie sagen, das wird nicht kommen, auch wenn das manche fordern. Ja, ich habe nicht gesagt, dass das nie kommt, sondern ich sage, dass das im Moment eine Scheindebatte ist, ob ich jetzt das so oder so mache. Also ich muss ja mit den Menschen rechnen, die da sind. Und das Entscheidende ist, das haben wir beide ja auch in vielen Gesprächen dann immer wieder erörtert und dann auch, glaube ich, ganz gut Einigkeit gefunden, ist die Balance eben zwischen pflichtigen und freiwilligen Sachen. Ich brauche natürlich eine Verbindlichkeit, also das darf keine Drehtürpädagogik geben, ich glaube, die will auch keiner, sondern es muss eben eine verbindliche Form da geben, dass die Kinder, die am Montag da sind, wissen, die Kinder, mit denen ich da bin, die sind auch am Dienstag da und die sind auch am Mittwoch da, die sind auch in der nächsten Woche da. Dass es dann natürlich dann irgendwelche Ausnahmen dann immer gibt, ist völlig klar. Und das ist eben das, was ich meine mit dieser Balance zwischen Pflicht und freiwilligen Angeboten. Man kann es auch noch mal andersrum formulieren. 1996 ist eingeführt worden die verlässliche Grundschule 8-1 hier in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, wir waren das erste Land, das es gemacht hat. Das war damals die Ministerin Behler, die das eingeführt hat. Und das war auch so etwas, was nicht jeder dann direkt so akzeptierte. Da kamen dann auch die Briefe. Muss mein Kind jetzt bis 1 Uhr in der Schule bleiben? Muss mein Kind jetzt in der Schule essen? Heute kann man sagen, dass Kinder in der Schule eine Mittagsverpflegung haben, dass Kinder in der Schule bleiben können bis mittags, ist überhaupt kein Thema mehr. Das ist bei allen angekommen und wir haben, das haben wir ja auch festgestellt, einen Bedarf dafür, dass eben auch für die Kinder, die eben nicht am offenen Ganztag teilnehmen, etwas angeboten wird, in welcher Form auch immer. Wir geben dafür sogar eine kleine Betreuungspauschale für die Schulen, damit die solche Dinge dann ermöglichen können. Und es ist ja auch überhaupt kein Thema, dass solche Kinder nicht irgendwann an irgendeinem einzelnen Angebot auch mal teilnehmen. Es gibt dann auf der anderen Seite wieder Schulen, die es schon auf 100% geschafft haben. Bonn waren 2 Vorreiterschulen, in Dransdorf die eine, die Tannenbusch die andere. Das haben die hingekriegt, dass die sowas sind wie eine OGS für alle. Und inzwischen, vor allem im Köln-Bonner Raum, muss man auch denken, das sind Zahlen von stadtweit 70-60% an Teilnahmequoten. Da haben wir einige Schulen inzwischen, die genau das machen. Es gibt auch Schulen, da sind dann 95% immer da oder 90%. Das kriegen die alles irgendwie wunderbar hin. Und so wächst dann natürlich etwas, das aber auch in sich wieder diese Balancen bringt. Ich glaube, diese Begriffe offen, gebunden, ob die jetzt so weiterführen, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das, was sich da entwickelt hat, ist verlässlich und verbindlich und führt, glaube ich, zu dem genau, was wir dann hinterher haben wollen. Wie wir es dann ausgestalten, wie wir es dann unterstützen, inklusive der ganzen Finanzierung, das ist ja die Debatte, die geführt wird und sicherlich auch noch einige Zeit dauern wird. Das Prognosgutachten, was Sie eben erwähnt haben, das juckt mich ja ein bisschen, dazu was zu sagen, weil da was sehr Interessantes genau auch dazu dran steht. Aber das haben Sie sicherlich für eine spätere Phase dieser Diskussion vorbehalten. Nee, ich komm darauf zurück. Ich weiß ja. Ja, ich nehme jetzt mal hier den Platz von der Frau Finnern ein. Ich habe mir jetzt mal Mühe gegeben und habe mal so einiges mitgeschrieben. Viele Dinge stehen so, wie Sie heute gesagt wurden, stehen bei uns im Antrag. Ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche Ebenen. Die erste Ebene ist das, was jetzt, sage ich mal, mittelfristig passieren muss. Ich habe wahrgenommen, dass es in erster Linie um Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten geht. Es geht um die unterschiedlichen Elternbeiträge, es geht um die unterschiedlichen Beiträge der Kommunen, es geht um die ungerechte Bezahlung der Mitarbeiter, es geht darum, dass Träger mitfinanzieren, was eigentlich unnötig ist, eigentlich müsste das Geld woanders herkommen. Es geht um Mindeststandards und Qualitätsstandards, das ist immer wieder gefordert worden.
Dazu gleich hier so eine Bewertung. Na klar wird das Land keine Mindeststandards setzen, dann ist es wie bei der Inklusion, so wie Sie das machen, müssen Sie das bezahlen. Dann greift nämlich sofort das Konnexitätsprinzip und Sie müssen das Geld dafür zur Verfügung stellen. Also es ist im Grunde immer das Gleiche, was passiert. Ich beschreibe eine Freiwilligkeit und damit bin ich aus der Nummer raus. Das ist so ein gängiges Prinzip, ist zumindest mein Eindruck. Dann habe ich mitgenommen, dass es darum geht, dass die OGS eine Jugendhilfeeinrichtung ist und dass das auch wichtig ist, dass das so bleibt. Also dass das nicht so eine Verschulischung der OGS gibt und dass wir multiprofessionelle Teams in der OGS brauchen. Also sei es Leute mit sonderpädagogischer Erfahrung, Sozialarbeit. Ich würde sogar noch weitergehen und im Bereich Ergotherapie, Sprachtherapie. Also ich glaube, ich sehe da viel Dinge. Dann glaube ich aber, es gibt eine ganz andere Ebene, die fand ich total spannend. Das Thema geht eigentlich viel weiter. Wir haben über Rhythmisierung gesprochen, wie muss ein Tag gestaltet werden. Und da glaube ich, das wird sicherlich nicht in den nächsten 5 Jahren passieren, aber ich glaube, wir müssen Schule ganz neu denken. Wir müssen einen offenen Ganztag den ganzen Tag haben. Wir müssen weg von diesen 45 Minuten. Wir müssen mit multiprofessionellen Teams gerade in die Grundschule gehen und müssen dieses Starre, das ist ja vorhin auch ein paar Mal gesagt worden, dieses Schule wie vor 50 Jahren, das muss sich eigentlich auflösen. Und Schule muss viel offener werden. Schule muss im Vormittagsbereich für Schülerinnen und Schüler Entspannungsphasen haben, wo auch Erzieherinnen sind, dann wären wir auch aus der Nummer raus mit den 20 oder 40 Stunden, wenn es selbstverständlich wäre, dass Erzieherinnen morgens dabei sind. Eine Idee, die ich hatte, jetzt auch schon vor ein paar Wochen war mal, wie kriegen wir denn eigentlich Erzieherinnen in den offenen Ganztag? Ist es vielleicht eine Möglichkeit, darauf zu drängen, dass die Leute im Anerkennungsjahr vormittags in die Schule gehen, die in der Inklusion unterstützen und nachmittags mit in den offenen Ganztag gehen, wenn, sag ich mal, das Land bereit wäre, die Hälfte dieser Stelle zu bezahlen. Ich denke, wenn ich Plätze im Anerkennungsjahr schaffe, kann ich zumindest vielleicht ein Interesse daran wecken, später auch in einer OGS zu arbeiten. Also, dass man da so eine Anbindung schafft. Das Gleiche gilt für mich im Moment in der Frage zum FSJ, was auch ganz schwierig ist. Ne? Also ich habe das schon auch mal so vorgetastet beim MAIS hier, Ministerium Jugend. Die waren an der Idee, sage ich mal, nicht ganz uninteressiert. Also wäre es nicht auch eine Chance zu sagen, ich fange mit dem FSJ und kann das in der OGS plus in der Grundschule ableisten. Fände ich eine interessante Diskussion, hör ich gleich gerne nochmal. Ich will eben zum Schluss kommen. Spezialprobleme heute. Die hat überhaupt keiner auf dem Schirm. Platz auf dem Schulhof, Küchenhilfe, Essensausgabe, Raumnot, Toiletten. Da denkt hier kein Mensch drüber nach. Das muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Zwei letzte Sätze. Ich finde es gut, diese Veranstaltung zu machen, weil das ist für mich auch eine Form von Beteiligung. Ne? Dass wir wirklich sagen, wir müssen mit den Leuten reden, die betroffen sind. Und ne, da nutzt uns manchmal auch der Tisch im Ministerium nicht. Insofern finde ich das total toll, dass das heute geklappt hat und vielleicht gelingt es uns ja einfach auch in so einer Gruppe, gerade ist das mal so dieser Ausdruck gefallen, zusammen kämpfen und vielleicht gelingt es uns ja auch über eine Mailingliste, also ich will das gerne koordinieren, mehr kann ich nicht tun, aber dass man sich so ein bisschen auf dem Laufenden hält, es ist zumindest ein Versuch, weil ich glaube, dass Eltern und Beschäftigte nur eine Chance haben, wenn es viele sind. Wie Herr Thom das gerade gesagt hat, wenn man halt 2.500 Leute auf die Straße bringt. Ansonsten wird das keinen Menschen interessieren. Und Druck aufbauen schaffe ich immer nur über eine Masse von Leuten. Und also ich würde mir wünschen, dass das eine Bewegung wird und dass wir vielleicht, das wird jetzt nicht nächstes Jahr klappen, also unser Antrag, ne? Muss sich auch keiner vorstellen, der würde jetzt angenommen und alle würden Hurra schreien. Also da muss man sich nichts vormachen. Aber vielleicht, wenn man an dem Thema dranbleibt und wenn wir ganz zäh sind und immer wieder beißen, vielleicht klappt das dann mittelfristig. Und deshalb an dieser Stelle nochmal ganz vielen lieben Dank, dass Sie alle hier waren. Und ich verspreche mal für uns, wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. Okay.